Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, trotz allem nochmal zu diesem Antrag, den wir sehr positiv finden. Also wir hätten den auch von Anfang an mitgetragen. Ich finde das sehr nachvollziehbar, das Anliegen. Und das ist ja hier auch entsprechend schon begründet worden. Ich würde ganz gerne nochmal auch zu später Stunde auf die Zahlen eingehen. Und das ist ja so, dass derzeit im Jobcenter 8000 Arbeitssuchende mit Fluchthintergrund letztendlich registriert sind. Die Zahl der Übergänge in den Arbeitsmarkt, die ist aber kaum gestiegen. Im Jahr 2015 waren das etwa 600 Personen und etwa 40% davon haben Leiharbeitsplätze. Das bedeutet in vielen Fällen, dass sie unterhalb ihrer Qualifikationen auch angestellt werden und bezahlt werden. Auch das sind Missstände. Die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikation ist, das wissen wir, ein wesentlicher Schlüssel und gehört eigentlich wirklich in den Mittelpunkt auch unseres Interesses. Und diese Anforderung an die staatliche Arbeitsmarktpolitik beginnt aber vom ersten Tag an. Und der Senat scheint aber bisher die Auffassung zu vertreten, dass man sich hier Zeit lassen kann. In der Vorlage des Arbeitsressorts zum Integrationskonzept für die Deputation heißt es immer noch, Arbeitsmarktintegration wäre ein Problem, das sich erst zeitverzögert einstellt. Das ist ehrlich gesagt eine Formulierung, die ich nicht verstehe. Gleichzeitig berichtet das Ressort in der Vorlage zur Weiterbildungsberatung, die hatten wir ja auch gestern in der Deputation, dass es bei der Anerkennungsberatung 8 Wochen Wartezeit gibt. Ausdrücklich wird dort erwähnt, dass die Beratungsstellen sehr viel mehr tun könnten und nicht ausreichend besetzt sind. Der Bedarf ist da, aber das Personal fehlt. Und das vor dem Hintergrund, dass auch die Bekanntmachung der Beratungsmöglichkeiten sehr viel besser sein könnte. Der vorliegende Antrag richtet sich ja vornehmlich auf den Ausschnitt der Berufsanerkennung, die das Land vornimmt. Der größere Teil betrifft ja letztendlich die Anerkennung, die Bundessache sind. Auch hier müssen die Prozesse sich deutlich beschleunigen. 2015 sind auf Bundesebene knapp 20.000 Anerkennungsverfahren beschieden worden. 3/4 davon waren umfänglich positiv, 1/4 mit Teilanerkennungen. Schwerpunktmäßig sind es natürlich auch tatsächlich Krankenpflegepersonal, Ärztinnen und so weiter, wurde hier schon erwähnt. Wenn man aber gleichzeitig weiß, dass 2015 über 2 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen sind, die meisten übrigens aus EU-Ländern, sind 20.000 Anerkennungsverfahren herzlich wenig. Was im vorliegenden Antrag ein wenig zu kurz kommt, wir hatten diese Debatte vor einiger Zeit hier auch, das ist die Frage der Finanzierung aus der Sicht der Antragsteller, weil das kostet ja auch Geld. Und die ist ja, diese Frage ist nicht gelöst. Die Kosten sollten eigentlich öffentlich übernommen werden, soweit es letztendlich die Antragsteller dazu nicht in der Lage sind. Und zum anderen stellt sich die Frage, wer für die oft erforderlichen Nachqualifizierungen bezahlt. Auch das ist ein Punkt, den man sich nochmal angucken muss. Die Bereiche, in denen das in erster Linie notwendig ist, sind schon erwähnt worden. Das sind Altenpflege, sind Erzieherinnen, es sind Lehrerinnen. Und hier brauchen wir natürlich verstärkt Modelle, die das mit in den Blick nehmen. Ich möchte als Letztes nochmal auf einen Punkt hinweisen, das sind die Bundesmittel aus dem IQ-Programm. So wie der Antrag vorliegt, sollen sie entschlossener genutzt werden. Man muss ja sagen, dass diese Stellenbesetzungen sehr, sehr schleppend war. Meines Wissens ist quasi jetzt wieder eine Stelle in der Ausschreibung und soll demnächst besetzt werden. Das finde ich ja richtig. Aber auf der anderen Seite heißt es, wir müssen ein Stück weit, was diesen Bereich anbelangt, aus der Projektfinanzierung rauskommen. Das heißt, wenn diese Bundesprogramme zu Ende gehen, haben wir praktisch keine Auffangmöglichkeiten. Und das ist für so einen Bereich unerlässlich, weil dieses Problem wird uns weiter begleiten. Und deswegen würde ich hier nochmal den Appell aussprechen wollen, dass wir da dranbleiben, das nicht aus dem Blick verlieren und was die Arbeitsmarktintegration anbelangt, hier letztendlich Mittel zur Verfügung stellen, die das auch gewährleisten können. Vielen Dank.